Und herzlich willkommen zurück. So, wie ich ja in der letzten Folge gesagt habe, machen wir jetzt diese Mission. Das heißt, wir machen hier einen Absprung über das frisch eingekaufte Versteck, was wir gerade gekauft haben. So, steuern genau darauf zu, auf die Farm von der lieben Petra. Falsche. Ja. Bob. Okay, Primo bereit. Petra! Wo bist du? Shit, die gammelt natürlich wieder auf ihrer Terrasse. Jetzt musst du mal nicht ab. Oh, das. Gloria geht es gut. Ah, schön für Gloria. Ups. Erstmal Petra ausrauben und alles mitnehmen, was geht. Ganz wichtig. Die braucht das ja nicht. Zwack, hier ist einfach doch so ein Dachboden. Wie cool. Ja, ey, die hat hier richtig fette An das ist richtig. Bleibt dieser Guerillero. Ach da. Ja, ich bin doch da. Ich muss mal eben dein Haus leer räumen, Petra. Stell dich Meine nicht so Tochter an. und ihr dämlicher Freund haben sich festnehmen lassen. Einer meiner Helfer war dabei und meinte, dass jetzt noch ein Ich im Sargento richtigen hierher kommen Moment wird, um und Fragen zu befreie stellen. meine Tochter. Immer wenn sie einen neuen Idioter hierher versetzen, versucht er aggressiver zu sein als sein Vorgänger. Versteck dich auf dem Boden und sieh dir an, was ich meine. Leute wie die können nur reden. Okay. Versteck dich auf dem Boden. Deswegen hat die einen Dachboden. Soldados werden bald hier sein. Muss mich da drauf. Ach, dafür. Vamos, versteck dich endlich. Bisschen Decke zu verstecken. Okay. Okay. Ich schätze, ich muss ihn abknallen, wenn der alles ausgespuckt hat. Geh mal zurück, nicht, dass er mich sieht. Bleib draußen und pass auf, dass wir nicht gestört werden. Oh. Überprüf das Schlafzimmer. Was für ein Drecksloch. Das ist Scheiße. Hola, ich bin Sargento Savon. Ich wurde beauftragt, in dieser Gemeinde aufzuräumen. Ah, genau wie der letzte Typ. Viel Glück damit. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sie eine Menge über Libertad wissen. Das Einzige, was ich über die Guerilleros weiß, ist, dass sie mir mehr Ärger machen als ihr Soldados. Das tun sie ganz sicher. Jedes Mal, wenn sie kommen, sage ich es sofort der Armee. Sparen Sie sich das. Ich weiß, dass Ihre Tochter mit der Guerilla zusammenarbeitet. Ich habe sie und ihren Libertad-Freund gerade festgenommen. Was? Gloria? Unmöglich! Wo ist sie? Sie ist immer noch hier in Fernando. Sie ist eine Kollaborateurin. In Genau wie Lamando. Sie. Das ist die Gemeinde. Aber wo genau? Ich habe gar keine Zeit zu kollaborieren. Ich brauche Informationen über alle neuen Guerilleros, die hier durchgekommen sind. Haben Sie den Namen Dani schon einmal gehört? Der Name sagt mir nichts. Wo sind die Guerilla-Depots? Depots? Keine Ahnung. Ich will meine Tochter sehen. Wo ist sie? Sie ist sicher. Fürs Erste. Ich verstehe. Wie viel muss ich Ihnen zahlen? So läuft das nicht. Sagen Sie mir, wo sich das Feldlazarett der Guerilla befindet. Ich weiß es nicht. Könnte da Wo jetzt ist Gloria? stehen? Wenn ich sie sehe, bezahle ich. Signora Tocca. Gloria ist auf einer Finca in der Nähe. Die wird sie heute verlassen. Sagen Sie In die keiner Wahrheit. Nähe, Sie bleibt am okay. Leben. Wenn Sie lügen, stirbt sie. Ein Bauernhof. Ihr Bauern Aber seid alle welcher? gleich. Ihr lügt mir alle frech ins Gesicht. Ich lüge nicht. Ich habe Ach, heute die mit einem deiner Bauern Bauern. geredet. Er wollte nichts sagen, also haben wir russisches Roulette gespielt. Dios mio, ich gehöre nicht zu denen. Das Letzte, was er sagte, war, Tocca arbeitet für Libertad. Dann habe ich ihn erschossen. Ich arbeite nicht mit Libertad. Er hat nur eine Runde durchgehalten. Versuchen wir es nochmal. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Der Bauer hat gelogen. Wer war es? Ich weiß gar nichts. Nein, 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 nein! Ich habe seinen Hof im Namen von Yara konfisziert. Signor Juan Torrena stellte Libertad über sein eigenes Land. Juan Torrena. Machen Sie nicht denselben Fehler.
Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Er lügt. Er ist verrückt. Das müssen Sie mir glauben. Ich halte das nicht mehr aus. Signora Tocca, erst sterben Sie, dann Ihre Tochter. Reden Sie. Ich war... Raus, was das war. Was war das? Bestätigt! Los, los, los! Hola, Dani. Hier Dr. Davalos. Ich dachte, ich rufe einfach mal an. Ja, der Zeitpunkt ist ungut. Sie klingen gestresst. Sind das Schüsse? Ja, ja, allerdings. Konzentrieren Sie Ihre Energie. Atmen Sie. Ja. Schön, ich muss jetzt mich mal eben hier um die... So. Alles klar, ich weiß jetzt, wo sie ist. Sorry, dass ich alles kaputt gemacht habe. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das machen soll. Oder ob ich hätte einfach hintenrum abhauen sollen. Aber Gloria ist auf der Finca. Oh, hi. Scheiße, können wir nicht so. Ich hab dir nichts getan, Scheiß-Jack-Bullen. Krieg ich wenigstens das Fleisch? Nein. Ja, klar. Oh. Dahin muss ich hier die Kacktochter der, von der Petra retten. Hier die Vorsitzende des Bauernverbandes ist oder so ein Scheiß. Die ist mindestens die Chefin hier so der ihrer 3-4 Bauernhöfe. Als Mull. Okay, Gloria ist auf der Finca, mehr steht hier nicht. Das wollte ich gar nicht. Das hab ich, ganz ehrlich, das wollte ich echt nicht. Ich hätte... Die ist ja im Haus, wenn ich von hinten komme, wenn da keiner steht. Okay, da ist auch. Bin unterwegs. Halt doch die Klappe! Muss ich ja auch noch die Finca sichern. Kann die sich nicht einfach, wie alle anderen auch, hinten rausschleichen? Was scheint, also ist, als ob ich nur noch diese... So, Gloria, du olle Foot. Wo ist denn ihr Macker? Gloria, hallo, Gloria. Jetzt. Geh nach Hause. Deine Mutter macht sich Sorgen. Mach ich. Versprochen. Und wo ist ihr Macker? Die ist doch angeblich mit ihrem Macker verhaftet worden. Aber der ist uns scheißegal. Kennen wir nicht. Geil. Loot, endlich wieder Loot, wir haben ja nichts mehr. Hallo? Ich möchte mich für die Rettung meiner Tochter bedanken. Gern geschehen, Signora Tocca. Ab sofort werden... So, Hinterhalt. ...meine Bauern und ich Libertad unterstützen.
Das verspreche ich. Gracias. Bitte. Wir haben ein kleines Geschenk. Es wartet bei meiner Finca. Ja. Kommen wir bei ihrer Finca zufällig vorbei? Das hier müsste doch, oder? Ja, da müsste ich vorbeikommen. Los. Eigentlich. Hier. Vorne habe ich nochmal Infos. Ganz ruhig. Nein. Das Info. Ja, danke, das weiß ich, ja. Danny, hättest du Interesse daran, ein paar Soldaten ins Jenseits zu schicken? Wir stellen gerade einen Trupp für einen Hinterhalt zusammen und wollen nur die Besten. Also dich. Danke. Ja, den Scheiß mach ich doch so allein, ey. Los jetzt. So, mal rum um die Olga. Ich glaube, ich habe den Typen gerade umgaloppiert. So. Ja, wir müssen jetzt hier voll um den Pudding laufen, weil hier nirgendwo Brücken sind. Aber da ist doch die. Ah, die hat jetzt hier eine. Hier ist eine Libertad-Kiste aufgetaut. Und hier ist jetzt eine Werkbank, die wir benutzen können. Geil. Genau. Es ist alles okay. Ja. Blödes Pferd. So. Mal, hier sollte das Pferd doch durchkommen. Ey, ich bitte euch. Scheiße. Die Guerilleros da brauchen Hilfe. Ja. Da bin ich auf dem Weg hin, falls dir da noch nicht aufgefallen ist, Dani. So. So. Ich habe einmal die Wildtiere losgelassen, das ist immer. Ja, ihr habt das schon. Ich stehle hier mal die Vorratslieferung. Ihr habt ja hier alles unter Kontrolle. Okay, die ist tot. Bisschen Kleber. Oh, hier ist noch irgendein. Ein Cockpit-Deko-Hütchen. Die ist schon länger tot. Polizica, no passo. Und was war hier noch? Hier war doch her. Ach, hier ist noch der andere Hinterhalt. Dann fahren wir da mal hin. Rennen wir mal eben hier zu der Straße und rufen dann mein Auto und düsen eben zurück. Fahrbarer Untersatz. Ernsthaft, jetzt spawnt er da.
Wehe, der kommt nicht bis hier vorne gefahren, der Wichser. Sein Ernst. Steig aus der scheiß Karre aus. So gut wie neu. Ja. Hey, danke. Ja, boah, du Vollidiot. Geh auf den Weg. Ich arbeite hier nur mit Vollidioten zusammen. Man muss alles selber machen. Die kriegen nichts selbst geschissen. Das war der Autopilot. Oh, doch, 1000 Meter? Der Karte sah das nicht so weit aus. Gut, dass wir hier mit an die 90 Sachen rumcruisen. Geht's runter. Und hier dezent immer um Pullen fahren müssen, weil diese blöde Schlucht ist. So, da ist es. Wir sind sofort da. Liebes Pferd, liebes Pferd. Einfach drauf zuhalten. Hi, Bitches! Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. Okay. Vorsicht vor den Flammen. Boah, dicker Loot. Okay. Was pimmelt ihr da hinten rum? Die Action ist doch hier. Ich glaube, Leute, es ist schon clear. Also, ich weiß nicht, was ihr hier noch macht, aber es müsste clear sein. Knapp, easy Ding. Weil die komische Armee nichts kann. Bitte. Was macht ihr? Ich hab mal daran gedacht, rückwärts zu fahren. Rückwärts, Frau. Rückwärts. Oh, dann halt nicht. Wer schreit denn jetzt hier rum? Wo war denn hier noch Material? Da. Kann ich noch was lesen, was mir nichts gebracht hat? Okay. Okay, die haben nichts gemacht, feiern sie aber hier wie Helden. Der Klassiker. Okay. Ich würde sagen, wir machen hierhin eine Schnellreise. Eben noch. Was sagt denn die Folgenlänge? Oh, die Folgenlänge sagt. Alles okay. Oh, hier haben wir noch Info. Ich habe ein paar Infos für dich. Ja. Was gibt's? Dani, das Militär hat einen Vorratsabwurf angekündigt.
Hättest du Lust, das für uns zu erledigen? Sehr nett von dir. Ja. Und du kannst auch nichts. Ich muss hier die ganze Drecksarbeit machen und ihr steckt euch nur die Lorbeeren ein. Okay. Und das ist ja hier diese Küche. Also ich könnte jetzt das hier machen, kann ich... Meine Verteidigung wird eine Stunde erhöht oder... Gegen Feuer oder... Oder Explosionen. Dann gegen Gift und ich kann mehr Munition tragen. Dann kann ich halt hier noch mehr Rezepte freischalten. Aber ich benutze das so oder so nie. Ich würde eigentlich mal eben... Hier mal wieder reinschauen. Habe ich da irgendwas am Laufen? Ich habe gar nichts am Laufen. Da setzen wir ihn mal rein. Sie ist sprechen, deswegen kommt sie da rein. Und sie kommt hier rein. So. Boah, 205 Rekruten, ey. Yes, du bellst eine Wand an. Gut. Ich würde dann jetzt die Folge beenden und in der nächsten Folge machen wir hier die Hauptmission weiter. Das Brüllen des Löwen. Also bis dahin. Ciao, ciao.